So Leute, wir sind in einer Moschee in Nordbangladesch. Unsere Lebensmittelpakete werden gerade vorbereitet für die Lebensmittelverteilungsaktion auf der Insel. Die Linsen werden einzeln abgewogen. Hier haben wir Öl, 1 Liter Flaschen, die jedes Paket beinhaltet. Hier ist eingepackt, Kartoffeln sind hier eingepackt. Es ist wichtig, dass hier in jedem einzelnen Paket gleich so viel drin ist, weil es gerecht verteilt werden muss an die bedürftigen Familien. Hier haben wir nochmal Reis, wird auch einzeln eingetütet und abgewogen. In unser Motorboot ist Wasser reingekommen. Er macht im Moment das Wasser raus. Das Reinkommen ist, diesen Fluss zu überqueren, ist normalerweise sehr gefährlich, meinen die, weil die Strömung sehr stark ist bei diesem Fluss. Also ein heftiger Zustand heute. So was habe ich noch nie erlebt. Die Leute sitzen fest hier auf den Inseln ohne Nahrungsmittel, ohne Wasser. Das ist wichtig, in dieser Situation die Ruhe zu bewahren und Geduld zu haben. Natürlich möchte jeder Mensch hier vor Ort ein Lebensmittelpaket erhalten, damit sie ihre Familien ernähren können. Sie haben weder sauberes Wasser noch Nahrungsmittel. Deshalb sind sie jetzt aufgeregt, weil jeder hier etwas bekommen möchte. Leute, wir haben die Lebensmittelpakete verteilt an die bedürftigen Familien. Sie gehen im Moment mit den Paketen nach Hause zu ihren Familien. Es war eine sehr schwierige Verteilung, weil all diese Menschen natürlich aufgeregt sind und jeder möchte was haben.
damit sie ihre Familien zu Hause ernähren können. Es ist eine sehr schwierige Lage, in der sich diese Menschen in dieser Insel befinden. Hier hilft kaum eine Hilfsorganisation.